Aber gut, John nickt sowieso generell zu viel Zeug, deswegen. Wir machen ja heute Spyro 3 fertig und dann. Ja, meine Güte, dann habe ich die gesamte Trilogie auf Platin. Jesus, Tilly fucking Christ. Ich hätte jetzt nicht gedacht, dass das so easy wird. Wo bleibt der scheiß DHL-Typ? Das frage ich mich auch. Ich würde langsam echt gerne mal meinen Arbeitsvertrag fertigstellen können. Warte auf meinen Genji, Polly. Der ist immer noch nicht da. Pass hier gut auf, kleiner Drache. Aber Alex, warum hast du denn das Paket noch nicht aufgemacht? Weil es ein Weihnachtsgeschenk ist. Das hat Andy aber auch nicht interessiert. Das ist doch mir egal, was ihr macht. Ich heiße nicht Andy. Ja, jungen Leute, möchte ich in Geduld üben lernen. Achso, Hol hat das auch noch nicht aufgemacht. Wenn ich eins gelernt habe, dann ist es auszuhalten. Die Dinger liegen hier schön neben mir und warten. Ja, ebenfalls. So, und Vivi ist bei mir auch angekommen. Das Problem bei mir ist jetzt einfach, das Einzige, worauf ich jetzt noch hoffe, ist, dass das von Auron entweder zurückgeliefert wird oder dass der Typ noch irgendwie Kontakt zu seiner alten, zu seinem alten Wohnraum hat. Was ich nicht glaube. Ich müsste ihn vielleicht mal tatsächlich fragen. Wäre ich nicht so fucking müde. Ich müsste eigentlich auch bei Schlafen gehen für Nachtschicht, aber irgendwie denke ich mir gerade, das ist die letzte Nachtschicht. Moment, du müsstest schlafen gehen, du klingst eher, als wärst du gerade aufgestanden. Ich bin eigentlich genau genommen seit 5 Uhr morgens wach. Alter, gönn dir Schlaf. Und du hast ja den ganzen Vormittag gestreamt, habe ich gesehen. Ja, ich habe ein bisschen gestreamt, damit ich die Stunden rein habe. Ich habe ein bisschen zu Kiyomi Extreme Doggo Farm gemacht. Doggo Farm. Ich den nicht. Was willst du denn? Willst du sterben oder was? Na, das wird irgendwie ungeil. Ja, ne? Yes, Crabs. Yes, Crabs. Muss ich für Tsukiyomi irgendwas wissen? Sie zuckt ziemlich viel. Also, ich habe mich für die Alte jetzt gerade zum ersten Mal angemeldet. Ich weiß jetzt nicht, muss ich bei der irgendwas. Du kommst da rein? Ja, ab heute. Oh. Wenn du willst, kann ich mitkommen. Du könntest mir auch sagen, ob ich irgendwas beachten muss. Ich komme jetzt einfach mit, Buster. Ist das statt mal schlafen zu gehen? Nö. Ach, das lasse ich mir nicht entgehen. Was lässt du dir nicht entgehen? Schlafen? Tsukiyomi ist ziemlich mein liebster Primal Stormblood. Das ist so Keks. Das ist Keks Susano. So ist Tsukiyomi für mich. Oh, Susanne. Oh, Susanne. Komme ich eigentlich bald mal irgendwann nach Ishgard oder gibt's das nicht mehr? Wenn du Schneeklein, ne? Yes. Still. Da bist du schon ein ziemlich großes Stück dran. Ist gut. Langsam habe ich das Gefühl, bevor ich nach Ishgard komme, haben sie den Rotz schon abrasiert und einfach neu Ishgard gebaut oder sowas. Oder Altgard. Danach kommt. Hüter des Sees kommt dazwischen noch. Dann einmal die große Brücke. Die Brücke. Naja, Shiva muss er dann vorne. Rabo hatte er schon, Leviathan hatte auch schon. Leviathan war ein großes Fischbrötchen. Wie gesagt, von dem, was ich mich jetzt erinnern kann, bist du eigentlich sogar ziemlich gut dran. Nice. Mit Schneekleid hast du jetzt schon mit Eisherz zu tun. Stimmt, Shiva lernst du dann noch kennen. Die müsste aber einer der letzten Primals sein auf dem Weg. Die war eigentlich der letzte Primal. Droppt die Frau irgendwas, was irgendwie. Droppt die Frau überhaupt was? Wart nicht auf schöner Wetter, die Standardform von der alten ist stinklangweilig. Also. Shiva? Shiva, im Normalen droppt nichts, aber in Extreme kann sie ein Eispferd droppen und Eiswaffen. Ein Eispony. Buchstäblich. Ein buchstäbliches Eispony. Ich will aber ein Pony aus Diamanten. Gott, warum sind so viele Drachen in diesem Spiel fette Kinder?
Welches? Ach so, das meinst du. Mir ist nie nach Facecam, deswegen habe ich gedacht, ich scribble mal ein bisschen. Ja, Skin Crimson. Stimmt, das ist eher die bronzene Kniescheibe. Hab ich dich mit Hell noch gar nicht mit Sariki? Achso, du willst mit deiner Sariki rein. Crimson. Okay, da mach ich aber kurz einen privaten Partyfighter auf. Ach Gott, jetzt geht wieder das Gefummel los. Passwort ist 1112. Boah, das könnte ja doch so in der Öffentlichkeit nicht sein. Anderes. Fuck. Ah, I fucked up. I fucked up. Ach gut, Keks ist auch wieder da. Herr Keks, mir geht's genauso. Uns geht's irgendwie allen so. Aber hey, Nachtschicht wird heute Nacht mega arschgeil. Das Einzige, was ich heute machen werde, ist mit meinen Kollegen grillen. Und ich werde die Anlage abdecken, meine ganze Abteilung mit Folie abdecken und nebenbei Rammstein hören. Was war nochmal das Passwort? 1112. Boah, shit, voll kreativ. Cool. Ich hätte einfach das Standardding 6969 nehmen können, aber wie war mir das so blöd? 0190. Fünfmal die 5. Klingt ja auch nur wie so eine Sex-Hotline. Es ist eine Sex-Hotline. Echt? Warum kennst du diesen Rhythmus eigentlich? Kannst du dieses abstauben? Nein, ich will nicht nach Linzer Shut Up spielen. So. Also gut. Zur Kiyomi, ne? Um schneller zu gehen. Und wenn du ein U-Boot. Nein, ich will nicht zu Kiyomi Extreme machen. Kann ich hier nicht mit. Weißt du, was ich ist, Tsukiyomi Extreme ist einfacher als die normale Version. Ja toll, mach mir Hoffnung. Also wir haben eine allgemeine Müdigkeit. Mhm. Ach, ich bin immer müde. Das ist so. Du zählst nicht. Was du wissen musst. Ach warte mal, das ist ja gar nicht in der normalen Version. Okay, als wenn sie irgendwas krasses machen. Jetzt muss ich gerade die ganzen Mechaniken wieder denken. Was war in der normalen Version und was war in X drin? Das machen wir einfach so. Wir das Einzige, was du beachten musst, ist, dass die alte die Plattform einfärben kann. Sprich, sie lässt das manchmal im schwarzen Mond aufleuchten, manchmal im weißen Mond. Und du musst immer auf dein Debuff achten, weil alle 5 Sekunden stackt sich dein Mond, also entweder zu schwarz oder weiß, je nachdem wo du stehst. Du kannst immer die Seite wechseln, du musst nur dafür sorgen, dass dein Stack niemals 5 erreicht. Also einfach immer wieder hin und her laufen, dass du auf der anderen Seite stehst. Klingt stressig. Obwohl, es ist eine Sache musst du auch noch bedenken, die ist ganz wichtig. Stirb nicht. Bei Tsukiyomi Eng, bei Tsukiyomi, das ist... schon hart, die alte, als die rausgekommen dann, ist. Dann müsste ich allerdings den Samurai auspacken. Ich brauche Crank. Nee, ich ahne es tatsächlich nicht, weil ich davon keine Ahnung habe. Soweit bin ich noch nicht. Hättest du meinen Stream geguckt, hättest du es gesehen. Ja, ich war anders beschäftigt, Mensch. Ich habe nur das. Da, Videobeweis. Guck auf meinem Channel. Brr. Weißt du, ich wollte hier Odin prügeln, aber ne. There is no hope. Es war ambitioniert. There is no hope. Hey Serena. There was no hope. I got wiped twice. And it hurt my panties. Was sollte vielleicht mal. Also du kannst es dir schwer machen, indem du einfach ab 4 rüber wechselst oder du machst es einfach wie ich dann gerade bist und änderst einfach permanent die Seite. Ich soll also rumrennen wie ein beklopptes Frettchen. Du rennst einfach buchstäblich von A nach B die ganze Zeit. Du sorgst, du lässt deinen Timer gar nicht erst nach oben gehen, weil du kannst immer wechseln. Da macht das Spiel keinen Unterschied. Yay. Was übrigens auch in Exo ist, was ich immer mache. Ich stehe so mit einem Bein Kanada, mit anderen Bein stehe ich in Amerika. Uff. So kann man sich vorstellen. Und wenn ich mitten auf der Linie stehe?
Dann wählt das Spiel automatisch eine Seite. Hm. So, kannst du das Spiel nicht verarschen. Es tut mir leid. Warum? Ich alles schon. Meinst du? Aber ansonsten ist es ziemlich einfach. Also keine Mechanik, die du dort ziehst, bis auf die Bonsdinger ist neu. Oh. Das ist wirklich das Einzige, was dazu kommt. Yay. Aber weißt du, was das Lustige an Extreme ist? Hä? Sie zeigt dir keine AOEs mehr an. Du musst wissen, was sie macht. Nur die du guckst, was macht sie gerade für ein Skill, musst du wissen, in welche Richtung sie schlägt oder so Busch. Ja, Gegner lesen. Meine größte Fähigkeit. Ich bin nämlich mit anderen Dingen beschäftigt. Ach hey. Ich bin so fucking müde heute. Es ist so einfach, es ist so Dinkel einfach. Es ist den ganzen Tag nur Dinkel. Und ich weiß nicht, weiß das einer im Chat gerade, Wintersonnenwend-Scheiße, ist das irgendwie echt der kürzeste Tag in Eternity und sowas? Ich glaube ja. Wollte gerade sagen, irgend sowas war das doch. Ey, das Auto-Aim ist doch scheiße. Ja, warum streamst du, wenn du zu müde bist? Weil deswegen. Weil ich gesagt habe, dass ich. Ich sage, also bin ich. Ergo, ich sage, dass ich müde bin, also bin ich müde. Ergo, ich sage, ich würde jetzt viel lieber im Bett liegen und Full Metal Alchemist Brotherhood weitergucken. Hashtag Ska ist scheiße. Hashtag Ska. Hashtag Ska ist ein dreckiger Hurensohn. Oh! Ska? Der ist klasse, ich lieb diesen Dude. Ein dreckiger Gib Bastard. Gib dem Jungen Zeit. Gib ihm Zeit. Gib ihm Zeit, absolut. Dieser Dicke. Also gerade gegen Ende ist er halt ziemlich stark. Stark, schön und gut, aber he's an asshole on the way. Ich meine vom Charakter her. Achso, ja. Trotzdem, ich mag ihn. M-Gefühl. Ich hab gehört, er duscht sich nie. Was hältst du eigentlich von Mr. Fabulous, Mann? Mr. Fabulous, Mann. Du bist Mr. Armstrong. Ich liebe an sich so viele Charakter in diesem Anime, das ist schlimm. Ich mag Winry, ich mag Armstrong, ich mag die Eric-Brüder. Scar mag ich nicht. Die Meisterin. Die Meisterin finde ich so toll, einfach weil sie sich so einen übertriebensten Beef-Lord als Ehemann zugelegt hat. Und er ist ein absoluter Softie. Es ist aber so ein übertriebenster Beef-Lord. Ich finde das so geil. Also ich mag ja seine Bromance mit Armstrong. So weit bin ich noch gar nicht. Oh, freu dich drauf. Da kommt noch einiges auf dich. Du dachtest, Turk und GD hätten eine Bromance. Die sind ein Scheiß dagegen. Gutes Gewissen. Ja, nein, nicht unbedingt. Es ist einfach, ich weiß auch nicht, ob ich jetzt Sonntag streamen kann, because pre-Christmas preparations. Deswegen. Morgen wollte ich dann wahrscheinlich Weihnachts-Overwatch-Event machen mit euch. Beziehungsweise. Weil ich habe nämlich jetzt gelernt, wie man diesen Gruppenfinder richtig benutzen kann. Das heißt, jeder, der immer fragt, darf ich mitspielen, der kann dann halt sagen, ja, hier, da, seh zu. Und ja, so wird das dann auch laufen. Und ich hoffe, Alex gönnt sich dann morgen als allererstes mal eine Tüte Schlaf, wenn er heimkommt. Doch was, als ich gestern heimkam, habe ich mir erstmal eine Pizza weggenommen, bin mit der Pizza auf dem Gesicht eingeschlafen und nächstes Mal aufgewacht. Scheiße, ich muss das mal tun. Oh Gott. Ich bin halb beim Essen eingeschlafen. Alter, weißt, ich hab, im Schlaf um Pizza geträumt, also das war ultimativ. Also ja, es werden basically Community-Runden. Nur, dass wir halt als Community in Quickplay gehen. Weil ich, wir schicken euch in den Krieg. Weil ich persönlich sehe es als realistischer. In Overwatch mit hier jetzt Holo und Alex, wenn wir dann noch drei Leute brauchen, sag ich mal, sehe ich es als realistischer, dass wir
drei Leute aus der Community einladen können und dann so Community-Runden machen, als wenn wir versuchen, irgendwie 12 Leute für für komplette Community-Runden zusammenzukriegen. Außerdem ist es einfach sehr viel familiärer, wenn wir genau wissen, wen wir anscheißen müssen. Aus der Seele, ey. Ich spreche, glaube ich, hier gerade, da kommt mir jedem aus der Seele. Halt dein Maul! Ich hab Kaffee. Ich mag keinen Kaffee. Ich brauch Kaffee, aber ich hab keinen. Ich brauch irgendwas anderes, was mich wach hält, sowas wie Cola, aber ich besitze keine Cola. Ich hab Cola schon gekauft für das Wochenende, für die Zeit, wo du hier bist, Keks. Yay! Ach so, Keks braucht was zum Machwerden, Sekunde. Atemlos durch die Nacht! Wohl, wir suchen was, womit man wach wird, nicht womit einem schlecht wird. Das ist ein Unterschied. Hey, wenn sie mit Kotzen beschäftigt ist, ist sie wach. Ich kann auch im Schlafen kotzen. Komm her, du Fickvieh jetzt! Ah, machst du den Alex? So, wo ist der letzte? Das ist der letzte, ne? Multitasking-Schlaf. There we go. Das ist der effektivste Schlaf. Ich meine, hätte Alex scientifically proven! Am meisten, ich müsste eigentlich, wollte eigentlich aufräumen, aber irgendwie ist es gerade so. Keks. Weihnachtswunder geschehen nicht. Das stimmt. Ich muss den Scheiß vom Perückenstyle wegräumen, aber ich bin gerade so. Hey, hey, Shadow. Yes. Sibo Borgs hatte ich die Idee, Mensch, gehst du ganz früh einkaufen, hast du die Scheiße nicht. Was ist Sibo Borgs? Der Laden war rappelvoll. Ja, andere haben dieselbe Idee, Alex. Ich dachte nur, what the fuck? Diese Krabben, ey. Wobei, es klappt doch besser, pass auf. Da hat sich zwei Leute um so eine gefrorene Pute gekloppt. Oh ja, das beobachte ich immer gerne, sowas. Ja, weil die eine hat so halt diesen Gefrierfach geguckt, ne? Hat dann das Teil, was sie haben wollte, hat sie oben raufgelegt auf die Truhe, damit sie halt das Ding dann zumachen kann. Als sie es zumachen wollte, kam der Alte vorbei und sie das Ding einfach weggesnackt. So eine Kant! Alter! Die haben sich durchgehend bis zur Kasse damit durchgeprügelt. So eine Kant, ey! Da hätte ich mich aber auch drüber aufgeregt. Ich stand daneben, dachte mir nur schade, dass ich mein Handy gerade nicht so dabei habe. Der Frau hätte ich einfach eine gescheuert, das wär's. Alter, da hört bei mir der Spaß auf. Das ist mein Zeug. Ach fuck, ich kann das Level auch nicht fertig machen wegen Quest. Dieses Plotline. Oh Mann. Plot. Aber Hol hat recht, es gibt keine Weihnachtswunder. Weihnachtswunder gibt es nicht. Das einzige Weihnachtswunder war, wo wir in Overwatch mal das Ranked 4 gegen 6 gewonnen haben. Das war das einzige Weihnachtswunder. War das Weihnachten? Nein, das war nicht mal Weihnachten, das war im Sommer. Es war ein Sommermärchen. Es war ein Sommermärchen. Siehst du, ist immer ein Weihnachtswunder. Also können wir jetzt tatsächlich sagen, es gibt keine Weihnachtswunder. Ole ist über Weihnachten immer noch ein Arschloch, Alex wird immer noch müde sein, ich bin weiterhin Single und Keks weiß nicht, was er als erstes machen soll und ist müde. So, jetzt waren ich war 16 Minuten. Und 1,31. Was? Bist du auch immer noch? Ich war ein kleiner Mann. Ja, bist du immer noch. Ich verstehe dein Problem nicht, Idiot. Das ist nicht, dass sie ein Weihnachtswunder war. Ja, ein Weihnachtswunder. Nee, das basically. Ich war verwundert. Können wir das in dem Punkte lassen? Ich glaube ja, lassen wir so. Guten Tag. Hast du eigentlich Bock, morgen Final Fantasy zu spielen, Schelle? Ich hab auf eine Menge Zeug Bock. Hallo. Ich dachte. Scheiße, mir fällt ein, ich muss sowas für das Redagree-Challenge noch fertig machen. Tut mir leid, aber ich wollte dich warnen. Ich musste mit Sparrow. Kennst du eigentlich die Curious Cats, Digga, Shadow? Glaub ja. Das ist einfach so, wo du den Typen Fragen stellen kannst, der hat Worte drauf. Hier lebten früher Drachen? Tate hat nämlich so eins, da wurde er gefragt: What's something you like to do the old-fashioned way? Seine Antwort: Anal. Schlicht ergreifen, ohne irgendwas dazu zu sagen. Ich könnte die Drachen bitten, zurückzukommen, wenn du mich freilässt. Oh,
bin nur ich das oder läuft Last Christmas nicht mehr 24/7 im Radio? Ja, Unity, ich glaube, die Menschheit hat sich darauf geeinigt, dass Last Christmas zwar ganz schön ist, aber das Lied alle 2 Minuten zu hören, ist doch ein bisschen Krebs. Last Christmas. Also ja, Unity, danke auch für die Bits. Last Christmas. Wisst ihr, ich hab ein viel schöneres Weihnachtslied. Wisst ihr was, ich zeige euch das sogar mal kurz. Ich zeige euch mal mein Weihnachtslied, was ich immer rauf und runter höre, sobald so Weihnachtssaison ist. Das bringt mich immer voll in Stimmung, wartet mal. So, halt die Fresse, ich! Meine Güte, immer wenn ich auf YouTube gehe. Halt die Fresse, ich! Oh, warte mal, ich mach dafür mal kurz mein Dings. Achso, ist auch still genug. Wo ist es? Yay, hier, das ist mein Weihnachtslied, wenn ich dabei... Oh my God, it's Christmas! Oh my God, it's Christmas! Oh my God, it's Christmas! It's Christmas! It's Christmas! Oh my God, it's Christmas! Can this wait? Das okay. Ist echt verstörend hier. Ohne Scheiß, wieso hat dieses Video nur 370.000 Aufrufe? Die Hälfte davon kommt höchstwahrscheinlich von mir. Wait, what? Also. Ja, das ist mein Weihnachtslied. Ich finde das total toll. Hm. Oh my God, it's Christmas. Oh, müde. Keine Ahnung. Micha bringt seine Verlobte ins Bett. Ich kann nicht pennen, Alex. Deckenburrito hilft immer. Wieso ich keinen Weihnachtssong mache? Dafür müsste man musikalisch begabt sein. First world problems. Alter, was willst du denn nun, Ninja Fuck? Ach ja, stimmt ja, die kommen ja immer wieder hier. Ich habe mich da nicht so nie erwartet. Willst du noch mal zurückgehen fahren? Oh my God, it's Christmas. Holy shit, it's Christmas. It's Christmas. Ich finde es echt interessant, in den Wohngebieten ist es wie blöd am Schneien und irgendwo steht so ein Lanafell-NPC und gießt die Wiese. At least he's trying. He's doing his best. Oder er will einfach, dass Leute nur ausrutschen. Das ist ein Arschloch. Da warte ich beinahe. Der kleine Bastard bewegt sich nicht. Der steht die ganze Zeit auf einem Punkt und gießt. Jeder wird hier ausrutschen. Ich sag ja, Lalafels sind böse. Wo sind all die Tanks hin? Ja. Arbeitskollege und ich, wir haben ja die Tage wieder Dungeons & Dragons gespielt. Oh! Ja, stimmt ja. Pass auf. Ja, ich habe wieder eine sensationelle Story. Chrissy spielt von uns Mönch. Und irgendwie war ihr Rollglück so behindert, dass sie einfach die ganze Zeit nichts erwischt hat. Sie ist bis heute eine Haie verprügeln, wortwörtlich. Alle treffen, nur sie nicht. Und irgendwann war sie so angepisst, dass sie einfach sie gedacht hat, Mensch, ich knutsch den die Meerjungfrau. LOL. Würfelt eine 20. Kritischer Treffer und sie fragt nur so, Zuckerherr küsst man kritisch, indem du ihre Brüste anfasst. Das. Und es ist die ein Zungenkuss. Die Meerjungfrau hat sich sofort in den Mönch verliebt. Dann ist es noch ein Zungenkuss und sie ist super schwanger. Ja, sie ist sogar super schwanger geworden. So funktioniert das dann. So funktioniert es, wenn du kritisch küsst. Du küsst so derbe und gehst ihr so hart an die Titten, dass sie automatisch schwanger ist. Super schwanger. Sorry, ich vergesse diesen Punkt immer wieder. Und küsst sie die ganze Zeit. Yeah! Ich bin super schwanger. Das sie nicht. Sie war ein männlicher Mönch. Ja, das macht nichts. Super schwanger ist, egal welches Geschlecht du bist. Du musst noch eine Menge lernen, Alex. Wieso?
Ja, jeder kann super schwanger werden. Literally das jeder. Das weiß ich jetzt halt in Sonic Fandom, wo Man Practice ein Ding ist. Ja, Dauerstatus. Ja. Naja, meine ich ja. Die sind alle super schwanger. Und übrigens, der wird der Blaubarge gefallen, Shadow. Weiß nicht. Mal gucken. Ich will endlich meinen Dunkelritter haben. Nein, nein, ich meine, dir wird der Blaubarge gefallen, weil dein Skill hat, der wird dich sehr interessieren. Aha. Du kannst wortwörtlich mit einer Angel Fische nach deinen Gegnern werfen. Haben Fische, I'm not even shitting about you. Das Moment, das heißt, Fischen hat dann ist tatsächlich auf einmal relevant. Es ist ein Skill. Es ist auf einmal tatsächlich dann relevant. Ja. Es ist nicht mehr das sinnloseste Sammeln, was du machen kannst. Ja. Oh, wow. Ich wollte. Von dem, was ich so verstanden habe, ja. Okay, wenn das der Fall ist, ich wollte schon immer mal meine Feinde mit einem Lachsbrötchen bewerfen. Sagt der Hamburger. Alter. Tod durch Hamburgerbrötchen. Wenn ich einen Hammerhai geangelt habe, werfe ich dann mit Haien? Du machst einen Sharknado. Wie meldet sich kaum weiter an für Dingens? Ich hab eine Idee. Weißt du, was wir jetzt machen wollen? Helene Fischer hat auch eine Arbeit. Wir nehmen jetzt nicht den Partyfinder. Wir machen also nicht den Unifinder, wir machen Partyfinder auf. Also Unity, ich bin gerade ein bisschen gespalten. Zum einen bin ich ein bisschen beleidigt, dass du mich mit Helene Fischer vergleichst. Wow. Zum anderen, I don't know. Ich fühle mich gerade sowieso ein bisschen knoggen. Ich kämpfe gegen Rhinoceros Ninjas, also ich weiß ja nicht, was euer Problem ist. Das Feuerwerk sieht richtig nice aus hier, ey. Warte, Name Castrum Flumines. Ja, das war Final Fantasy, Final Fantasy Update, was? Nein, der ist okay. Also, wir machen jetzt einfach das Partyfinder. Ich mag die Musik in diesem Level aber. Norm. Ich kann das Level hier eh nicht komplett machen, weil mir wieder nachher was sowieso wieder was fehlt. Aber fuck it. Fuck den Biscuit. Nugget Biscuit, Nugget den Biscuit. Kommt heute nicht der Club Bam of a Monster, da braucht er Ruhe. Ah! But of course. Ich glaube, ich sehe ein Ei hinter mir. Was der Stapel ist, Monster Hunter World ist gerade in Sale und ich bin echt hart am Zurückhalten. Warum? Just do it. Aber ich habe so viel anderes, was ich spiele. Kaum hinterherkomme. Na gut. Aber. Du hättest sehr viel mehr Zeit, würdest du nicht zum 50. Mal Castlevania gucken. Dir ist bewusst, dass wenn du es dir nicht holst, dass ich es dir holen werde, ne? Nein. Gut, dann seid ihr jetzt dessen bewusst. Ich block deinen Account, fertig. Zu spät, das hält mich auch nicht mehr auf. Tö. You cannot stop me. Ich bin schon, eigentlich schon. Ich bin schon längst in deinem Nexus. Lol, er hat Deinem gesagt. Lol, er hat Roffel gesagt. Lol, er hat Nexus gesagt. Und jetzt haben wir alles. Jo. Cool. I am Emo, you are gone. Face, you fuck off. Sind wir jetzt eigentlich schon in dieser Suche drin, oder? Naja, wir sind schon in der Party, so das ist ja oben links. Bin Crossworld ich Party. Das war ja einfach. Ja. Du. Nein. So ein bisschen. Obwohl, es wird sich nie etwas tun. Erst müssen wir die Organisation stürzen.
Evolution. Dann kommen sie als Kundennutzen zurück. Und wieder. Und wieder. Warum binden die sich überhaupt Sprengstoff auf den Rücken? Das scheint mir sehr unproduktiv. Da steht ein Ladderfell rum, da heißt Shoot First, Quest Later. Gefällt mir. Das ist ein Ladderfell. Gefällt mir. Er schießt also zuerst und geht dann questen. Ich nehme das jetzt eigentlich mehr als Aufforderung. Erst erschießen und ihn dann fragen. Ja. Die Ninjas sind... Wie ist es der da in der Ecke gelandet? Ist ein bisschen verbuggt. Sam. Okay. Vor allem, ich weiß noch nicht warum, aber irgendwie habe ich heute so leichte Kopfschmerzen irgendwie. Total Edsbert. Ah, jetzt geht's ab. Oh-oh. Du musst dieses Combo-Power-Up benutzen, um den Feuerdrachen zu besiegen. So kannst du Superflug und Superflamme gleichzeitig benutzen. Oh shit, boy. Okay, let's go. Oh mein Gott, ein Mensch. Regenerieren die sich echt so hart? Ich weiß nicht. Warum bist du schnell, der Fick? Wow, hi! Ach du Scheiße, der regeneriert echt ziemlich schnell, kann das? Das ist ein Kumpel aus meiner Gesellschaft. Oh Gott, yeah. Der regeneriert ziemlich fix. Es brauchen noch 5 andere. Ich rate mal, die Alte wird mittlerweile noch in Extrem gehandelt. Wenn überhaupt, wird die Alte nur noch als extreme Jagd gemacht. Naja, die wird nur noch als extrem gejagt, richtig. Ach Gott, ich hasse so was. War gut, dass man immer wieder in Kupferglockenmine kann. Alter, wie schnell regenerieren die sich? Jesus! Eieieiei. Ich bin tot. Oh wow. Okay, das könnte ein bisschen dauern. Das ist ein bisschen übertrieben, die Regeneration von denen. War das schon immer so? Die haben doch an. Ja. Halt die Fresse, Knödel. Also Hänsel, meine ich, whatever. Eigentlich musst du den so wirklich... Okay, das ist gerade exzellent doch. So hart am Knödel bleiben, dass sie da direkt... Ne? Aber sobald du die einmal aus den Augen verlierst, regenerieren die sich schon wieder. Und können ziemlich gut schießen, leider. Okay, ich kümmere mich zuerst um den Roten. Ich glaube, ich habe gerade Hänsel getroffen. Hänselin und Grötinin, Rex Rögeli, Wöckiniger Hölzinin. Oh ja, doch, das gefällt mir. Das wiederum nicht. Da ist er. Oh, Alter, die mit ihrem scheiß Aim. Gar nicht schlecht vom Timing her. Der muss jetzt erstmal da raus, genau. Alter, die Squeegeon von mir, ne?
Nein, haben wir gleich. Oh, oh, wir haben was gefunden. Oh mein Gott. Oh mein Gott, ich bin aufgeregt. Alter. Hä? Wo ist denn der jetzt? Da! Ich jetzt meine Güte. Nehmt an, ihr Schwänze. Jetzt verstehe ich, was du meinst. Oh, ich hab so Magenschmerzen. Der schießt mir gleich ins Gesicht sonst. Ja, oh mein, dieses Aim von denen, das ist doch dumm! Liegt da die Pizza jetzt auch auf dem Magen, nicht nur am Gesicht? Boah. Das ist so lange her, dass ich die Pizza gegessen habe. Ja, man muss erst einen irgendwie umbolzen und dann sich um den anderen kümmern. Oh. Halt die Fresse, Knödel. Zünd dich an. Ja, in die Tunnel rein, also in die unteren reinfliegen ist das Dümmste, was du machen kannst. Da verlierst du sie quasi instant. Ja, aber wenn ich HP zurückhole, dann haben die in der Zeit wieder full life. Kann ich also auch nicht. Das ist zu riskant. Beziehungsweise ist Blödsinn. Was sind die auch? Die sind so scheiße schnell. Wo kommt denn der dann raus? Ach, da. Achso, das ist gar nicht so schnell. Sparks, du faules Stück. Oh, 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 perfekt. Sparks, Sparks, Sparks. Und du darfst ihnen echt nicht entgegenfliegen, weil sonst ne, fucken die dich auch ab. Das sind echt. Für sowas Simples sind das echt eine Menge Regeln. Ich hab schon wirklich. Ich bin doch wirklich angefangen zu laufen. Hab mich trotzdem getroffen. Deren Aim ist retarded. Alter. Deren Aim ist einfach nur. Alter, das ist so dumm. Dieses Auto-Aim. Weißt du, und du selber hast einen Feuerball, der Jack Shit bringt. Oh mein Gott, dass der mich jetzt nicht getroffen hat, ne? Ey. Na gut, auf zu langer Entfernung ist das nicht schlimm. Der arbeitet es auch mit mir. Der geht nämlich nicht mehr in diese scheiß Tunnel rein. Aber da wollte er mich gerade umbringen. Alter, komm her jetzt. Wo ist denn her? Oh, diese Mission ist scheiße, ey. Schlimmer als im Original. Oh, vor allem, mir wird schlecht hier, ey. Im Ganzen im Kreis fliegen, ey. Oh Mann, wo ist denn der? Spyro, sei doch nicht immer so langsam. Ich hab die Diabetes nicht gesollt. Doch. Nein, wo? Sonst hättest du es nicht gepostet. Mann. Ich fand's eher lustig. Oder so wie das hier. Oh, der ist noch schneller jetzt. Ey, das ist so unglaublich dumm. Dieser fette Waschbär. Oh Mann, wo ist denn der jetzt? Oh ja, toll. Ey, wie sollst du diese schnellen Ficker denn treffen? Ja, natürlich. Jetzt kann ich die schon nicht mehr sehen, wo sie mich treffen. Oh, wohl. Hm. Ey, das ist so dumm. Muss selber ein Bild aus meiner Arbeit zeigen. Jetzt geht der schon wieder in den Tunnel. Der ist schon wieder halb drauf fast. Der Humor meiner Kollegin. Oh Mann, jetzt schon mal auf da reinzugehen. Das kannst du vergessen. Das ist retarded, ist das? Oh, wir haben. Was für ein unglaublicher Scheiß! Oh Gott. Halt dein Maul, du dummes Kind. Wieder einbiegen.
macht die, ne? DPS! Alter, das kann nicht so schwer sein. Ja, natürlich! Du schaffst es! Ja, geht da beide rein. Ja, ist gut. Mhm. Fucking Auto-Aim-Bullshit. Es ist so unglaublich dämlich. Ja, geh da wieder rein. Komm, nimm dich, du bist jetzt da wieder. Ist jetzt auch egal, jetzt krieg ich dich eh nicht mehr treffen. Ja, geh da wieder rein, ist okay. Dass man auch nicht zielen kann, wirklich, ne? Oh, der DPS hat angekommen. Das ist noch der andere Take. Komm an. Yes! Oh mein Gott! Wir haben es reingeschlagen! Oh, ah, richtig! Jetzt haben wir gleich wirklich einen Hand zu main. Ja, ist gut, Mensch! Ich hab es begriffen! Ja, fucking Auto-Aim! Ist gut! Ist überhaupt nicht unfair oder so, nein! Eure Scheiße da! Drachenwichs-Kacke! Alter. Geh doch hoch, du behinderter Drache. Hast du schon mal die Musik von CPOBA gehört? Ich will kotzen erst mal. Gar nichts. Hm? Ja, ich will kotzen zum ersten Mal. Erstes Mal? Hm? Oh, das könnte gefallen. Ich bin unsichtbar, deswegen dachte ich gerade, hä, warum gehe ich nur? Wieso trifft denn das manchmal einfach nicht? Geh doch da raus! Sag mal. Das ist so unglaublich gerade. Diese Mission ist so pur dumm. Alter. Wie schafft man es, so eine Scheiße zu programmieren? Oh Gott. Ja, gut. Ich krieg nicht mal einen Down. Das kannst du dir so in die Haare schmieren. Weil das Zielen so kacke ist, ey. Und die haben Auto-Aim. Bis du die da am Ende getroffen hast in ihrer Schnelligkeit, das kannst du dir so in die Haare schmieren alles. Es reicht, eine Wolke platt zu machen. Ja. Die jetzt gleich auftaucht. Was ist denn das für eine dumme Hitbox? Komm. Ja gut, dann hab ich dich schon hier gehabt gerade. Gut, nicht. Ist auch okay. Zusammen. Bitte. Holt doch. Jawohl. Oh. Das ist ein anderes Deckbug, das macht aber im Prinzip genau dasselbe. Ja, natürlich. Na, jetzt pass auf, voll, jetzt wird's lustig. Sag mal! Oh, Sparks, mach. Am besten noch in meiner Epoche. Sag mal! Die wissen genau, wo ich hingehe! Und der ist jetzt schon fast wieder voll. Oder so wie der aussieht. Sparky. Ja, natürlich ist er nicht tot. Ah, erkennst du? Flieg ihm jetzt entgegen, fuck it. Der lebt immer noch! Mann! Flieg doch richtig! Oh, das ist so zum Kotzen. Jetzt kann ich ihn nicht treffen, weil der andere im Weg... Guckt euch mal an, wie viel der schon wieder regeneriert hat! Das ist so dumm! Und das muss ich zweimal machen! Diese Hit-Abfrage ist so kerndumm. Hm. Komm, du bist tot.
Oh, wow, wir haben ein. In der Zwischenzeit trifft der andere mich frei. Totally fair. Während Spyro zu blöd ist zum Fliegen, ist auch schön. Was ist Fliegen? So. Hey! Das doch jetzt mal ein, Mensch. Den kenne ich. So, wow, jetzt das Ganze nochmal. War ja so ein Spaß. Kann man so eine Wichse programmieren, ey. Ah, glaube ich auch. Alter, jetzt fährt die hier auch noch ein Bühnenstück nebenbei auf. Alles klar. Hm? Das ist ja ein halbes Bühnenstück, was hier aufgeführt wird. Ja, ne? Ist mal was Neues für einen Prima E. Pass auf, das wirkt gleich noch viel besser. Es ist unmöglich, den zu treffen. Zap. Cool. Zap. Alter, Stelle. Schieß mir einfach in den Rücken. Da kannst du nichts gegen machen. Es ist so unglaublich dumm. Willkommen in der dritten Phase. Was so geil macht ihr? Ich liebe dieses Stage. Realisieren, dass ich gedacht habe, ich hätte die schlimmste Wichse hinter mir. Aber ich konnte ja nicht ahnen, dass Toy for Bobs hier so eine Scheiße programmieren. Alter. Was nur jetzt kommt es mit den Licht und Schatten, was ich erzählt habe. Hm? Diese Hitbox. So unglaublich dämlich. Ach, schön. Das ist der. Wieso kann ich das denn jetzt machen? Diese. Oh Gott. Vorsicht, wenn diese AOEs auftauchen. Nicht landen. Stecken. Du musst denn übrigens gar nicht mal in dem AOE-Stack drinstehen. Die geht geradlinig durch. Hä? Es reicht auch, wenn du einfach daneben stehst, irgendwie. Nicht daneben, irgendwo hinten weiter stehst, was dann stehst du in der Schusslinie. Da kann ich traden mit ihm so ein bisschen. Ja, und kann ich Pini nicht. Kommt rein mit Schlucke auf, ey. Ja, das ist ganz. Ich weiß nicht, wo der hier. Ich weiß nicht, wo der plötzlich hier kommt. Entschuldigung. Der Bibi ist aufgeregt. Ich glaube, das lag an dem Brötchen, die ich fertig gegessen habe. Stell mal! Brötchen? Ja, wir haben heute jetzt nicht wirklich Mittag. Wir haben nicht wirklich Mittag gekocht, weil wir später da unsere Sonnenwindfeier haben und da hatten wir keine Zeit. Mann! Das ist so dumm. Sobald die so klein sind, hast du keine Chance mehr. Weil die regenerieren sich dann nur noch und dann sind sie sowieso in diesem kleinen Punkt, wo du sie einfach nicht treffen kannst. Es kommt wieder Licht und Schatten. Oh, danke! Das habe ich aus der Halt die Fresse, Hänsel, und erhäng dich! Halt die Fresse, Hänsel. Alter! Hänsel und fucking Burn Victim! Eins von den Wölkchen. What? Ja, halt ich doch schon drauf. Okay, Grisch, sag nur. Oh, bin schon längst dabei. Oh, so Gottes eine Willen. Drecksmission aber auch, ey. Ich feiere das gerade, wie der Chat einfach so celebrated, dass du es geschafft hast. Ja, das ist so eine Drecksmission gewesen. Weißt du, je kleiner die werden, desto schneller werden die. Und dann können sie sich noch regenerieren. Das ist so unglaublich dämlich. Es ist also ein konstantes so, ich renn vor dir weg, ich renn vor dir weg, was willst du machen? Ich hasse sowas. Alter. Jeder, der sowas programmiert, ab ins Exil. Exil? Ich hab doch da. Nee, komm, Sparks. Ich weiß jetzt nicht, ob du mich verarschen willst oder. Ja, ich hab doch hier was gehabt. Komm zurück im Leben. Okay. Übrigens, dieser Skill hieß gerade Dark Blade. Wow, in X zeigte dir nicht mehr, wie die AOE ist. Yay. Da musst du einfach wissen, welche Richtung sie schlägt. Das sind einmal Light Blade und Dark Blade.
Und Blade Blade. Hat sie auch ein Edge Blade? Nicht Beyblade. Oh, by the way. Spyro Reignited Trilogie 1 von 10, don't buy. Bitte, 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 bitte. Drachenmission sucks. Ja, so ähnlich, die Bitte. Ja. Komm ich da jetzt nicht wieder hoch? Soll ich den ganzen Weg nochmal gehen? Okay, fuck you then. Heck yeah. Oh, diese dumme Scheißmission, ey. Nie wieder. Vor allem, ich hab, das ist auch geil, ich hab so lange gebraucht, dass hier sämtlicher Scheiß respawnt ist, oder was? Halt dein Maul. Halt dein Maul. Oh Gott, musst du anfangen, da hinten. Oh, shit. Alter, killstealende Kant. Tonk. Hey, sieh mal, was in der Rakete war. Wir müssen versucht haben, sie in den Orbit zu bringen. Prinzipiell das mit den Stacken ist das so, dass du dich eigentlich dahin stellst, neben dem ersten Fädchen, wartest den ersten Schlag ab und dann rennst du in die Mitte. Als. LOL! Als Gruppe. Zertank sich gerade verpiss! Hey, goodbye! Goodbye, my friend. This is over now. Goodbye, you fucker. So, ich werde hier aber trotzdem jetzt alles schon mal so weit holen, wie geht. Ein Vibe, Tank leaves instead, what the fuck? Ich glaube, das letzte, was jetzt fehlt, ist tatsächlich denn. Lol, okay, Bell will unbedingt rein. Wenn du möchtest, hol, kann ich mich selber markieren, dann kannst du immer sehen, wo ich bin, weil ich weiß, wie ich stehen muss. Hm, wird schon funktionieren. Warte mal. Alles gut, alles so. Gut. So, siehst du aber, wo ich bin. Herr Alex, so, ich kann mich selbst markieren, nimmt sich einen Textmarker und malt sich so Kampfbemalungen. Das ist gar nicht mal so unwahrscheinlich. Ich hab mal markiert. Ich hab mal Augenbrauen. Siehst du mich denn überhaupt? Ja. Ja, genau. Oh Gott! Wow! Und dass man so das Pattern begriffen hat. Das Pattern? Wieso erinnert mich das... Wieso erinnert mich das an diesen einen Comic von wegen hier, ach man, das war so lustig. Lass knattern. Von wegen, das war irgendwie so ein Comic zu diesem einen Point-and-Click-Game hier, Sally Face. Und der Hauptcharakter, der trägt ja so eine Maske und hat einfach die ganze Zeit keine Emotionen. Du siehst eigentlich nur die Augen. Und nach dem Motto so, er sagte so, okay. I'm really pissed. Und dann so, Larry, help me out. Und dann siehst du dann seinen Kumpel Larry mit so einem Marker und dann so, don't you worry, I got you covered. Und dann malt er ihn erstmal so ein paar dicke, bös guckende Augenbrauen auf die Maske und so einen ganz grimmig guckenden Mund. Ich mach die Zimmerdormission. So spät, there is no sign. Oh Gott, mein Magen. Oh Gott. Sicher, dass du heute wirklich auf Arbeit bist? Ich krampf gerade. Oh shit, okay, hat sich erledigt. Alex, so ich hab gepupst. Hast du gepupst oder hast du nur mehr? Ja. Sämtliche Nerven, was gerade wehtat, wurden zu ihm gelöst. Ich glaube, du bist so ein Kandidat, wenn du irgendwann Verdauungsstörungen Maximum hast, hast du sowas wie ein Herzinfarkt. Solange ich keinen Herzinfarkt bekomme, wird dieser komische Typ, der wegen einem seltenen Lapras wortwörtlich einen Herzinfarkt bekam, sterben. Ein was? Wortwörtlich. Es gibt die Geschichte von Pokémon Go, wo einer einen Lapras gefangen hat und er hat sich so darüber gefreut, dass er einen Herzinfarkt bekommen hat und gestorben ist. What the fuck? Wortwörtlich! Google das, Vivi! Ich glaub dir das, aber es ist heftig! Natürlich ist das heftig! Und eigentlich macht man keine Witze über die Toten, aber...
I'm sorry! Nein, du machst ja keinen Witz über die Toten, du machst einen Witz über das Lapras. Was? Ja. Du warst die ganze das lebt Zeit noch. Auf ihre Flügel es le- das Lapras schon! Die Frage ist nur, wer hat sich das Handy oder den Nagel gerissen, als er tot rumlag? Einen Unsterblichkeitszauber. Oh, ich müsste dir eigentlich was zeigen, warte mal. Moment mal. Ein Zauber? Kein Stress, wir sind gerade mitten im Kampf, hey! Einen Zoo eröffnen? Du hast aber auch so ein Timing, ne? Du sagtest, sie in unserer Welt zu halten reicht. Von Töten war niemals die Rede. Ich muss sie nicht töten. Was? Aber dann zappel sie. Oh, bitte guck in mein Discord. Du bist schrecklich. Okay. Wie konnte ich nur niemals auf dich hören? Dumme Frösche. What the fuck? Ich kümmere mich um sie, wenn ich mit dir... What the fuck? Hä? Oh, ich hab Tränen in den Augen, ich kann nicht mehr sehen, was jetzt gilt, ich drücke. Dieses fucking scheiß Meme, Alter. Oh Mann, wer war das? Der Heart Attack Bad Meme, ey. Hä? Was ist okay, euer fucking Problem gerade? Pass auf. Also Alex hat gerade ein Bild gefunden zu der Story, die er gerade erzählt hat. Du kennst doch dieses Meme mit diesem alten Mann, der sich so die Brust hält, weil er ein Herz anfeiert. Widerstand auslöschen, angefangen mit uns. Und da hat jemand jetzt das so zusammengepackt wie so ein Zappel, als wäre das irgendwie voll die krasse Story. Schlaganfall als Meme? Was habe ich verpasst in den letzten Jahren? Oh Mann, da gibt es diesen Opa, Mann. Der wird immer so benutzt nach dem Motto, wenn zum Beispiel etwas zu süß ist. Und dann packst du diesen Opa da unter nach dem Motto, so niedlich, bist an den Herzanfall gestorben. Da gibt es eigentlich ein anderes Meme, was ich sehr feier. Warte mal. Oh, wir haben einen Tank. Ach so, geil, man kann. Ah, schön. Er war schön. Oh, Baby, okay. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Oh, bitte guck. Okay, du kennst die es nicht. Waffe ist absolut useless. Doch, aber ich kenn das nur anders. Ich kenn das nur mit anderen Bildern, aber das ist cool. Das Meme kenn ich, aber das ist ein Heavy. Fügen wir zum Protokoll hinzu, die roten Raketen sind absolut worthless. Außer jetzt gerade. Jetzt wieder sind sie worthless. Hard Attack and Hard Defense. Das ist ein Opa, ey. Oh, Alter, bitte. Was ist denn los? Ja. Oh mein Gott. Hol, denk daran, zu schwarz zu laufen. Schwarz, hol. Hol, ja, schwarz. Zu spät. Angel, das hättest du mir nicht schicken müssen. Das haben wir hier selber gerade in der Konfi drin. Warte einfach immer, bis dein Licht zu Schatten oder Schatten zu Licht wird, dann kannst du eigentlich immer wieder links und rechts switchen. Was das Schöne an Bade ist, by the way. Finde ich geil, dass hier gerade der Scheiß absolut nicht funktioniert. Das Bade hast du irgendwie den besten Job hier drin. Na, nicht, ich häng's weg ran. Ach ja, ihr Tankbuster cleaved. Der Heiler ist gerade gestorben. Lol, spawnt hier jetzt einfach ein Boss? Ja. I have several God. Questions. I'm not gonna die, am I? Ah, ich lebe. Der war damals auch schwerer. Ich weiß nicht, irgendwie zig Sachen sind in dem Spiel hier genervt worden bis zum Erbrechen. Aber dann hast du so diese eine Drachenmission, wo du einfach nur sagst so, boah, wenn mich noch mal einmal wer anspricht, ich reiß ihm die Kehle raus. Das ist shit. So merkwürdig balanced irgendwie. So wie du es gerade machst, Hol, das ist eigentlich perfekt. Mach ich schon die ganze Zeit. Aber aufpassen, dass sich dein Stack auch ändert, ne? Also nicht einfach nur draufkloppen. Doch, immer draufkloppen. Hau drauf. Gib ihm. Tank! Oh, help! No. Hi Bianca, hast du noch was zu essen? Ich verhungere. Dafür ist keine Zeit, Jäger. Wir müssen die Zauberin stoppen. Sie will die Drachenschlüpflinge töten. Augenblick mal. Töten in dem Kinderspiel, das darfst du so nicht sagen. Könnte noch eine Falle sein. Sie werden besiegt. Du Dummkopf.
Und dann gehen sie auf der Farm. Weiß nicht. Bei euch Zauberinnen weiß man nie. Avada Kedavra. Ich wollte nie, dass wir den Drachen etwas antun. Komm, wir haben dafür keine Zeit. Und schön stecken. Auch du hol. Und? Jawohl. Für dich, um es auch zu wissen, wohl, bleib am besten einfach direkt an ihren Arsch. Also gar nicht erst weggehen von ihr. Ashes sind immer gut. Ihr Ass ist safe. Ich weiß, du traust mich. Ich mag ihren Arsch nicht. Aber ich will dir helfen, die Zauberin. Sei nicht so wählerisch. Es gibt ein geheimes Portal zu ihrem Versteck. Aber sehr starke Magie ist nötig, um es zu öffnen. Oh Gott. Finde weitere Dracheneier. Dann sollte bleib an ihrem Arsch, hat er gesagt. Boy, einfach als Gruppe zusammenbleiben. In die Mitte, bitte. Stehen bleiben. Nicht wegrennen. Okay. Das ist wie Arc 1 von Nitok. Moment, Schoschbrötchen? Die alte schlägt dich immer weiter. Sorina, was hast du vor? Da bin ich neugierig. Schoschbrötchen? Also verbrannte Kekse. Halt dein Maul! Schoschbrötchen. Just to make it clear, Schoschbrötchen. Okay, da möchte ich auf dem Laufenden gehalten werden. Das klingt interessant. Ist das jetzt eine Hommage daran, dass er jetzt in einem Bistro/Bäcker-Dings arbeiten soll? Hommage. Hommage. Ich finde, Hommage ist so ein schönes Wort. Das ist einfach so, Hommage. Klingt für mich jemanden, der sich das Wort Orange aussprechen kann. Für ein Arsch. Orange. Stehen bleiben, bitte stehen bleiben, Gruppe. Stehen bleiben, bitte nicht wegrennen. Oh Gott, Gruppe. Okay, Sorina, da will ich auf dem Laufenden gehalten werden irgendwie. Das interessiert mich. Irgendwie. By the way, noch ein fettes Drachenbaby. Was haben die jetzt schon wieder angestellt? Wenn wir dieses typische Vierer-Stack-Mod kriegen, ne? Also es ist Standard. Dann bleiben wir als Gruppe. Wir gehen nicht weg danach. Wir bleiben so lange zusammen, bis sie ihren Angriff alle durchgeführt hat. Oh Gott, musste anfangen. Ich stand in der Mitte. Ich war in der Gruppe drin. Warum hat's mich zerfetzt? Sie mag dich vielleicht einfach nicht. Tsukuyomi mag es, auf dich zu steigen. Beschwer dich nicht, nimm's hin. Nee, ich mag die Alte nicht. Step on me, please. Step on me? Was sie auf der Gamescom ja getan hat. Ich hab wohl ein gutes Bild davon. Da kann ich helfen. Warte mal. Beziehungsweise, ich weiß jetzt nicht, ob ich das über Twitch machen kann. Kann man über den Twitch-Dings. Du hast genügend Dracheneier gefunden, um das Portal zu öffnen. Ja, Bianca, wie wär's, wenn du mal ganz kurz deine Fresse hältst? Warte mal. Sobald du bereit bist. Aber Vorsicht, sie erwartet dich. So, ja, warte mal. Ich muss mal kurz gucken, ob ich ihr vielleicht mal sonst Referenzbilder geben kann. Sonst schick Sharrow. Ich dachte, der ist damit. Ich sollte nicht vor ihr stehen. Ich dachte, der ist busy punching people. Warte mal. Ich probier mal kurz was, warte mal. So, sneaken. Kann ich da drüber? MB3, weil ich's kann. Das hier? Weil du und ich der einzige Melee-DPS bin. Nope, geht nicht. Ich kann es nicht über Twitch machen. Scheiße. Gut, dann muss ich's. Dann schicke ich's Shadow mal ganz kurz. Oh Gott, wo ist der Anfang, Piercer? Sekunde. Warten, bitte. Bitte und stehen bleiben vor ihr. Direkt vor ihr stehen bleiben. Nicht abhauen. Bleiben. Ist mir schon klar. Mache ich auch nie. Einmal das. Okay, jetzt können wir hinter ihr. Du brauchst ein Referenzbild, ein gutes. Welches nehmen wir denn da am besten? Jetzt alles ignorieren, einfach nur DPS. Nehmen wir das hier. Geht doch. Das ist mittlerweile auch schon ein bisschen älter. So. Du hast da was im Gesicht. Ja. Du auch. Voll. So. Ich hab's an Chiro geschickt, also, ja. Dass der eventuell, ja, Dinge. Ach cool, wir können jetzt schon den Final Boss machen. Boah, ich habe eine Recommendation bekommen, weil ich mich selbst markiert habe, dass die Neulinge wissen, wie sie stehen müssen.
Ja, immer diese Neulinge. Aber Vivi? Mhm. Was ist so, dass du was auf dem Gesicht hast? Wie? Was? Gesicht? Hä? Du? Du hast doch was im Gesicht. Ja, eine Nase. Nein. Süß. Du hast süß im Gesicht. Süß? Und toll. Na. So nach 10 Minuten. Ah, das meint ihr. Entschuldigung, ich bin heute etwas müde. Ach, du auch. Jeder müde hier. What the fuck? Ja, heute ist jeder hier müde. Ich habe einfach nur ein bisschen zu wenig geschlafen. Das ist, und das Wetter ist hier griesgrau-grimmelig. Also von daher. Ach ja, viel Spaß mit der Cutscene-Hole. Ist mir dir gefallen. Mhm. Ja, wie gesagt, Sorina, über Twitch kann ich leider keine Bilder verschicken. Das hätte ich jetzt direkt geschickt. But it's not possible. Und da ich nicht weiß, ob du irgendwie Twitter oder sowas hast. Draghi, ich bin wach. Ich will Kaffee. Ich muss schon wieder pinkeln, weil ich die ganze Zeit Orangensaft trinke. Oh komm, okay, ich kann Sharon mir helfen. Alles klar. Ah ja, stimmt, das war, wenn du 100% hast hier, genau. Ich mag die Musik hier total. So, ja, genau. Na, 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 na. Ja, das schaffen wir heute noch. Ist ja jetzt hier die letzte Welt auch schon. Sobald wir gleich Agent 9 haben, werden wir einmal die letzte Welt zurück und da einmal alles vollständig machen. Ach ja, genau. Bin damals drauf reingefallen. Da, ich sehe ihn schon. Naja, ich bin jetzt erstmal weg. Ich bin aber für ein, zwei Stunden hin. Ein ja. Weihnachtswunder. Alles klar. Und es gibt keine Weihnachtswunder. Alles klar. Alles schlafen. There is nothing such as a Christmas Humbug! Ja, ja, der Weihnachtsmann ist noch nie zu dir gekommen, hat dich mit Keksen beworfen, schon klar. Ey, die Animation ist total toll, ja. No. Oh, brauchen wir mein erstes Mal. Oh, also ich freue mich immer, auch wenn es Fehlschläge sind, ich freue mich immer über sowas. Du musst dir mal sagen, wenn du so wie ich, also wenn ich so, warte mal, ich muss jetzt den Satz richtig packen, sonst ist er beleidigend und das will ich nicht. You know what, streich einfach alles. Mein Hirn läuft gerade nur, ne, auf 5% Kapazität. Sieh an, Spyro. Shit doesn't work. Eine lebensgroße Weltraumaffen-Actionfigur samt funktionsfähigem Laser. Ich würde ihn gern rauslassen, damit du mit ihm spielen kannst, aber die Zauberin hält ihn für gefährlich. Haha, du hattest schon immer eine Schwäche dafür, dummen kleinen Wesen zu helfen. Alter, das Bild von der Trophäe. Ah! Na, dann kann es ja nicht schaden, ihn rauszulassen. Oh, bitte. Bitte schieß ihm in die Eier. Ich bin frei! Danke, Spyro. Oh, hast du schon mal Bären tanzen sehen? Jesus! Heute ist dein Glückstag! Schau! Gott, in HD ist das noch viel furchterregender! Tänzer, oder? Aber keine Kondition, schade, ich habe so viel Munition! Jesus! Ich hab gehört, wie du die Zauberin und die Armee bekämpft hast und sie fertig gemacht hast und ich sag dazu nur Hurra, Yippie! Ich würde gerne bleiben, aber Rhinoxe wüten in... Alter, der ist vollkommen wahnsinnig geworden. ...die Zauberin sehen solltest, sag ihr, ich werde ihr bald Tanzstück... Dafür? ...wenn du verstehst. Ja. Klar. Ja. Der ist aber auch mega cool. Ja. Alter. Der war im Original nicht so krank. Jesus, wer hat dem viel Kaffee gegeben? Ist das Rüdiger als Affe? Das könnte sogar gut hinkommen. Dann scheiß Bart. Mm-mm.
Ich glaube, er hat einen Bart. Der Typ hat mächtig einen an der Murmel. Oh ja. Oh ja, an der Murmel hat er einen. Was war das? War das ein Rhinox? Ich glaube, das war ein Rhinox. Ich sag's dir, Spyro, verbringe niemals eine Woche in einem Käfig. Sonst ist in 0, nichts deine ganze Insel voller Rhinoxe. So, ich muss los. Mein Laserblaster und ich haben noch viel vor. So, jetzt bin ich ja mal gespannt. Agent 9, mein Lieblingsschüler. Willkommen zurück in meinem Insellabor. Leider aber ich will Kaffee. Rhinoxe auf der ganzen Insel. Kannst du sie aufhalten, bevor sie meine komplette Forschung zerstören? Oh, wow. Oh, wow. Ich bin erstaunt. Oh Gott, die Steuerung ist tatsächlich gut. Oh, wow. Das wird wie in alten Zeiten. Schieß zum Aufwärmen auf die Übungsziele, aber sei vorsichtig. Ich glaube, es versteckt sich ein Rie... Ich bin gerade ein bisschen baff, dass die Steuerung hier auf einmal so unglaublich gut funktioniert. Das ist wieder denn so... Weißt du? Das ist wieder so dieser Moment. Du weißt ganz genau, sie können es offenbar, weil Agent 9 steuert sich auf einmal super. Oh, man kann auch das Steuerkreuz benutzen. Aber braucht man nicht, weil das der Analogstick macht legitly genau dasselbe. Aber man kann auch die Schultertasten benutzen. Alter. Oh, wow. Ja, doch, finde ich super. Sobald ich dieses Kraftfeld herunterfahre, werden Scharen von Rhinoxen auf uns losstürmen. Wahrscheinlich so lange, bis du den roten Notschalter neben der Tür triffst. Oh, wow. Yo, der Backflip, though. Alter. Sie haben ihn nicht gebufft, sie haben die Steuerung einfach gefixt. Es fühlt sich tatsächlich an wie ein richtiger Shooter. So ein richtiger Third-Person-Shooter. Das ist richtig cool. Achso, und er teleportiert sich einfach. Das ist ja wunderbar. Das ist schon irgendwo echt cool. Die Indikatoren zeigen an, dass sich einige Rhinoxe hinter dem Bildschirm verstecken. Ja, hallo. Ich werde die Sichtplattform einschalten. Das weißt du erst, wenn du es versuchst, also, ob es was wird oder nicht. Never give up. Trust your instincts. Wow. Ist ein bisschen überempfindlich vielleicht. Aber sonst... Ein bisschen überempfindlich ist es. Piu, piu. Du hast sie vertrieben. Mal sehen, in welchem Zustand der Maschinenraum ist. Die Rhinoxe haben ihn bestimmt nicht sehr ordentlich hinterlassen. Oh, ist ja auch schon 4:30, ey. Ist echt schon halb... Boah, Tatsache. Alter, die Zeit vergeht hier immer. Wusste ich doch. Der Maschinenraum. In circa einer Stunde muss ich den Grill anschmeißen. Um die Vögel in ihren Nestern anzuwiesen. Grill. In den Scharfschützenmodus und. Sorina, lass sie davon jetzt nicht unterbringen. Das wird schon irgendwie. I believe. Ich believe in dich. Kommt nicht viel von dem Typen, der gerade mit einem Affen auf Vögel schießt, aber trotzdem. Ist das hier ein Vogel oder ein Drachenei? Was würdest du sagen? Mach auf und koch es. Jetzt kann ich den Gravitonometrie-Generator wieder einschalten. Hoffentlich sind keine Vögel drin. Agent 9 macht 9 Schaden, so wie es sein Name schon sagt. Ist doch klar.
Bird! Fucking Bird! Bin ich tot? Ja, ich bin tot! Bird! Big Bird! Ja, wieso mit Kanonen auf Spatzen schießen, wenn du mit Laser, mit einer Laserwaffe auf Spatzen schießen kannst? Und um genau zu sein, mit einer Laserkanone auf Adler, Geier, Kreaturen. Und ein bisschen Auto-Aim. Ein bisschen Zielhilfe. Boah. Da ist der letzte Vogel. Da war der letzte Vogel. Das Labor ist wieder sauber und riecht auch wieder besser. Komm mit raus. Da warten sicher ein paar Rhinoxe mit Rüstung auf uns. Um die zu besiegen, brauchst du eine stärkere Waffe. Oh, stärkere Waffe. Eine Wurfel. Uiuiui. Uiuiui, Tiffy. Hast du den Affen gesehen? Der spielt wie ein Idiot. Oh, Tiffy. Kannst du so nicht sagen, Tiffy. Der Spaß darf ich heute nicht mehr sagen. Ach so. Nach meinen Berechnungen müssten die Bomben aus diesem Automaten hier effektiv gegen Rüstungen sein. Ach so. Lol, wie die bouncen. Nice. Die fliegen witzig. Und long. Kobe. Kullern die auch noch. Und Kobe! Voll daneben. Warte mal, hier oben waren doch. Oder, ja, da oben. Daran erinnere ich mich noch. Da habe ich damals ewig gebraucht, um die zu finden. Kobe. Oh ja, ihr habt Spaß, ne? So lange zumindest, bis ihr euch vom Jetski baller. Sofern ich euch treffe, natürlich. Ach, der eine hat sich wieder befreit, okay. Was ist los mit dem? Was ist los mit dem? Zu viel Koks. Zu viel Koks. Er hat einen Vorrat gefunden. Er hat meinen Koks-Vorrat gefunden. Oh nein. Nicht mein gutes Koks. Nicht mein Markenkoks. Das Gute von Aldi. Ja. Weißt du, wie gut das ist, dass man jetzt wieder das gute Qualitätskoks kaufen kann? So gut, dass du Werbung mit diesem Supergut-Typ machen kannst. Super gut. Bin ich super gut. Super geil. Ein Kobe. Hä? Oh, boom. Hey! Wow! Danke, dass du mein Labor gerettet hast. Swaggy. Ne.
Wo habe ich denn jetzt schon wieder was übersehen? Nee, sorry, nicht ich. Wo hat Sparks denn jetzt schon wieder was übersehen? Sparks ist halt immer schuld. Macht die Sache um einiges leichter. Ach, so ein Alibi Froggy brauchst du überall. Alibi Froggy? Mal kein fetter Babydrache. Ja, genau. Genau. Baby Speck. Brennt gut. Baby Dragon, Baby with a Dragon. Dragon with a Gun, Dragon with a Gun. Holy shit. Meine Drache schön und gut, aber ein Drache mit einer Knarre. Ich stell mir auf einmal vor, auf einmal haben die Drachen in Skyrim auf einmal eine Knarre. Sie werden also nicht mal gefährlich. Mit Drachen-Gatling. So Bordgeschütze an jedem Flügel. Oh, geil. Duft. Oh, geil. Das ist einfach so ein Kampfflieger. Kampfflieger, ja. Geil, jetzt darf ich einmal zurück, weil das Spiel meine Bomben gefressen hat. Ja, warum frissen das Spiel andauernd meine Bomben? Was soll denn das? Total behindi ist das. Bin ich nicht toll. Dankeschön. Ich nehme mal meine schönen Bomben mitnehmen. Ich glaube, es hakt. Oh, die guten. Von Maoam. Maoam. I want to want more. Oh, Maoam. Zünd sie an. Zünd sie an. Maoam. Ich finde diese Gummipalmen hier witzig. Die brennen bestimmt auch gut. Gab's hier echt? Wow. Nice. Genau das meine ich auch damit. Will nicht, dass mir jemand wieder was anderes ansagt. Kranken der Hörgenden. Hörgelörgendörgen. Seht ihr, Hohl versteht mich. Hackelecker. Streamlab naja, aber mit dir, das ist nicht schön. Ich werde mich jetzt schon mal wieder ausklicken, Leute, weil bei uns geht's bald los mit der Sonnenwende. Dann wendet deswegen, die Sonne mal schön. Dann wenden wir die Sonne, genau. Aber immer schön gleichmäßig. Ich werde wiederkommen, wenn das vorbei ist, beziehungsweise wenn da noch jemand hier ist. Ja, wenn du irgendwann nachts jetzt nachher kommst, ist schon ein bisschen. Das Ding ist, es ist so unberechenbar, wie lange das dauert. Das ist immer unterschiedlich. Deswegen kann ich das noch nicht genau sagen. Naja, wenn es jetzt bei euch auch den ganzen Tag regnet. Oh, wir werden mal schauen. Wie gesagt, wenn ich wieder komme, komme ich wieder. Wenn nicht, dann nicht. Oh Gott. Dann bis später und viel Spaß noch. Ich frage mich jetzt nur, ob sie wie wir mit dem Regenschirm abkommandieren, um neben dem Grill stehen zu bleiben. Bit. Das ist ein Drache mit einer Shotgun. Hey Spyro, ich helfe einem Jungen namens Händel, Raketenpläne zu finden, die die Zauberin gestohlen hat. Aber ich bin immer bereit, ein paar Rhinoxe zu treten. Treten? Ah geil, jetzt ist es ein Ego-Shooter sogar. Hi Agent 9. Hinter diesen Türen sind ein paar ziemlich gruselige Ninjas. Mit deinen Schießkünsten kannst du sie bestimmt besiegen. Ja, schon klar. Schon klar, Kind. Na Mensch. Boah, das ist so viel angenehmer als damals. Sieht vor allem um so vieles cooler aus als damals. Gut.
Alter! Hab ich Sparks hier überhaupt? Ich hab nicht das Gefühl, nicht. Komm, triff. Treff! Danke. Vor allem habe ich auch noch nie so ein gigantisches Fadenkreuz gesehen. Ersten Raum mal an die Decke, weil ich gleich zurück muss. Ich renne jetzt nicht nochmal zurück, deswegen. Boah, sammel doch ein, du Affenfuck. Böse Battle. Boah, nee. Doof Nase. Du doof Morchel. Das ist so viel angenehmer als im Original. Im Original war das so ätzend, einfach mit der Steuerung. Ich weiß noch, als Kind saß ich ewig an dieser Mission. Und heute ist ja ein großer Junge. Ja. Heute rege ich mich darüber auf, dass ich die Scheiße selber aufsammeln muss. Dann wirst du Fun haben. Heute ist er der Opa und ihr sitzt da und denkt euch, die Scheiße hat er damals wirklich gespielt, boah, voll lame. War voll kacke, ey, boah, schlecht. Hat ja nicht mal Lootboxen, der Scheiß. Oh Gott. Irgendwie graust es mir von der Generation wohl, die hier als Enkelkinder groß werden. Ja. Ist ja aber eigentlich, ne? Oh, warte, ich hab eine Idee. Ich möchte mal gleich was machen. Ach ja, stimmt ja. War das jetzt auf Zeit, oder? Nee, ich muss einfach nur zurück. Okay, Moment. Ich möchte mal was machen. Das habe ich zwar wieder bei einem anderen Streamer abgeguckt, also könnte man mir nachsagen, boah, du hast da keine eigenen Ideen. Aber ich habe da gerade voll Bock drauf. Warte mal. Ich will mal gucken, ob ich das hinkriege. Oh, perfect. Oh, this is what I need. Yes. Grafik speichern unter. Genau. Und dann muss ich erstmal wieder mich selber zum Schweigen bringen, sobald ich das hier anmache. Ich muss mal echt mein Dashboard, mein Dashboard als Shortcut angeben. Ein Dashboard? Mhm. Ja. Oh, das ist nice. Ne, warte mal. Yes, das ist genau das Richtige. Genau. Moment. So. So. Dann brauchen wir ein neues Bild. Bild 9 von mir aus. Wo ist denn das jetzt? Ja. Yeah. Es wird sich lohnen. Also, ich hoffe, es wird sich lohnen. Kann auch sein, dass es am Ende total scheiße aussieht. Maggie, tu, was du willst.
Das auch. Es passt irgendwo erstaunlich gut. Auf einmal ist Spyro so vieles mehr Edge. Ist nicht meine Originalidee, ich hab das ursprünglich bei Joel gesehen. Für diejenigen, die nicht wissen, wer, das ist Vark Skeletor auf Twitch. Schwedischer Streamer. Ich find den total toll, den Typen. Ihr hättet natürlich auch die 2016-Version nehmen können. Rip and Tear. Besser gut geklaut als schlecht selber gemacht, was? Oh fuck! Gut, muss jetzt tatsächlich mal aufpassen. Ne? Oh, der eine wollte gerade durch die Mauer schießen. Die Original Doom Tactics. Oh shit! Außerdem die Doom-Musik ist geil, also von daher. Mal gucken, ob ich dafür Copyright Strike kriege. Ja gut, ich habe da noch was dran vergessen. Wunderbar. Naja, das, was ihr da gerade gesehen habt, das war ja nur für euch. Ich habe ja immer noch den absoluten Bildschirm quasi. Das habe ich ja alles in OBS gerade gemacht. Ja, jetzt ist halt die Frage, wo habe ich was übersehen, ey? Wenn man Sparks halt nicht hat, ne? Ach, ja, super. Er ist wieder da. Angst. Ja, wie gesagt, war nicht meine Idee, aber ich habe gedacht, das passt da ganz witzig rein. So ein bisschen Doom. Das nächste Mal machen wir einfach die 2016-Version. Doom. Einfach nur Rip and Tear. Ja.
Gute ist, hier können wir das direkt soweit überspringen. Schwing. Tja. Diese Krabben werden aber auch komplett zerfetzt, ne? Richtig brutal, das Spiel. Okay, jetzt ist er tatsächlich wieder da. Hab ich denn soweit alles? Nein, ich hab soweit alles. Ach so, ja, stimmt, das muss ich noch. Okay. Spyro, gerade rechtzeitig. Eine Rhinox Skateboard Gang fordert uns zu einem Rennen heraus. Sie sagen, du wärst lahmer als eine Feuerschnecke am Schmelzkrater. Ich hab gesagt, ich hab schon ziemlich schnelle Feuerschnecken gesehen. Willst du gegen diese Typen antreten? Sie setzen ein Ei, das du nicht gewinnst. Gut so. Du kannst mein spezielles Sie setzen Scanboard ein nutzen. Ei, das ich Mit nicht gewinne. Mit jedem Trick, den du machst, baut es eine Turboladung. Okay. Oh ja, genau, das war der Scheiß. Das mit dem Kram hier, das könnte ja noch witzig werden. Mit der Steuerung. Aber irgendwie ist die Steuerung hier besser als als in dem Skaterpark, was erstaunlich ist. Ja, doch, normalerweise wäre ich jetzt hier gecrashed. Und hier auch. Aber hier bin ich auch gecrashed, deswegen ist das fein. Sind die generell leiser oder? Leiser, sag ich schon. Langsamer? Get fucked. So blau ist basically mega Turbo. Spit. Au. Achso. Fuck. Das gilt natürlich nicht. Aber ich habe meinen Spuck noch, also von daher. Ui. Nö. Überhol mich jetzt nicht. Danke. Ja, du hast sie aussehen lassen wie tollpatschige einzige Sandnorks. Oh, und dieses Ei haben wir auch gewonnen. Willst du jetzt nach den Rhinoxen eine echte Herausforderung? Du bist schnell. Aber ich wette, du kannst nicht alle Krabben auf der Strecke besiegen und mich trotzdem schlagen. Wow, bist du so scheiße, dass du mir ein Handicap auflegen musst? Jawohl! Du dreckiger Tigerfuck. Ja, das war das. Die Mission ist dreckig. Warum auch immer ich da jetzt nur... Ah, cool, hier oben ist gar nichts. Außer Boost. Den ich gekriegt habe, obwohl ich nichts getroffen habe. Ich glaube, ich muss oben lang. Ja. Genau. Da ging da? Ich weiß es gar nicht. Das sieht jetzt mit den Dings nicht so schlimm aus. Macht nichts. Ich habe immer noch Turbo. Jäger ist irgendwo.
Jetzt hänge ich einmal fest. Macht auch nichts, weil Jäger ist offenbar immer noch im Nirvana. Shit, macht nichts. Treffe ich gleich. Ja, eben, warum ist man mit dem Kerl nochmal befreundet? Freue mich auch gerade so ein bisschen. Warum ist man nochmal, ne? Du hast keine große Auswahl, die sind alle bescheuert. Auch wieder wahr. Oh fuck. Haben alle einen an der Waffe, da hast du natürlich recht. Ich meine, ich höre ihn nicht mal. Hat er sich irgendwo verglitscht oder was ist das? Ich meine, ich bin schon scheiße gefahren, also wie man ja von mir erwartet. Aber... Wow, das war easy. Ich kann nicht glauben, dass du mich geschlagen hast. Du musst die ganze Zeit geübt haben, als ich dachte, du suchst nach Eiern. Hey, wo wir gerade davon sprechen. Eine dieser Krabben hat das hier bewacht. War er damals auch schon so? Das war doch damals nicht so easy. Okay, Shiroto. Ach super, ich brauche also mein Skateboard. Das war doch damals nicht schon so easy. Jetzt muss ich halt nur noch den ganzen Kram einsammeln. Ja, ich wollte gerade sagen, das Original war ziemlich ekelhaft. Auch schön, dass ich immer wieder zurückgespawnt werde, obwohl das hier Freeride ist. Nein, nicht ganz, aber... Das war damals ultra ätzend. Ja, weil der Meinung war ich auch. Deswegen, ich finde es irgendwo interessant, dass so manche Missionen... mega vereinfacht wurden, aber dafür andere Missionen, die damals ultra easy waren, sind heutzutage, also jetzt heute, mega schwer. Deswegen, das ist voll weird. Wo fehlt mir denn jetzt? Ach, da. Ich möchte einfach nur anhalten. Oh, leck mich doch am Arsch. Okay, das Spiel dachte da gerade, das war eine Halfpipe. Das ist noch interessanter. Ne, hier fehlt mir ja noch was. Ich habe auch so ein ganz ungutes Gefühl, wo... irgendwo im Wasser. Ja. Ich habe keine Ahnung, was... Das ist das Witzigste bei mir dieses Jahr. Ich habe absolut keine Ahnung, was ich zu Weihnachten kriege. Weil ich habe absolut nichts geäußert. Aber das Schlimme ist, meine Mutter ist da sowieso so. Die hört mir einfach nur zu, wenn wir miteinander reden. Und auf einmal hat sie 10 Geschenke aus mir rausgeholt, wo ich mir denke, so Geschenke, wo du nie gedacht hast, dass du sie mal wolltest. Und am Ende sitzt er da, Kekse. Ja, das auch. Hä? Sparks, what? What the duck? War ich nicht gerade da? Ich meine, mein Vater wird höchstwahrscheinlich, sollte sein Geschenk ankommen, was ich ja mal hoffe. Charo hat sich schon beschenkt. Ich habe auch schon, also viele Leute haben ihr Geschenk von mir schon bekommen. Die meisten machen es halt nur noch nicht auf. Wir müssen hier nicht den Andy machen. Wir müssen hier nicht den Andy machen. Ich habe auch ehrlich gesagt nicht damit gerechnet, dass er das tut. Ich glaube, der war in dem Moment so geistesabwesend, weil er noch so Stress mit seinem Schimmel im Zimmer hatte. Ja, kann ich schon verstehen irgendwo. Oder hat irgendwas gebraucht, um runterzukommen. Hauptsache, er hat sich drüber gefreut, dass der Rest ist, ne. All I want for Christmas is
Liebe und ist Liebe und Zuneigung, wollte ich eigentlich sagen, aber das auch. Ist doch dasselbe. Auf einem technischen Level, ja. Ah, da. Naja, als wenn du ein Porno mit Hass und Wut machst, ist es SM, das ist was anderes. Nee, das ist so ein brutaler Rachefick, das ist sowas ähnliches. Ja, das auch. Soll man nicht so. Braucht man immer nicht so. Wo ist eigentlich Keks abgeblieben? Keine Ahnung. Wollte sie etwa auch noch eine Mütze schlafen? Hat sich verkrümelt. Das ist so lustig. Ja, wir kennen sie jetzt so viele Jahre und wieso haben wir diesen Joke noch nicht einmal gebracht? Oft genug. Es lacht nur niemand. Ach ja. Treffe ich das Scheißding nicht? Ich treffe das Scheißding einfach nicht. Wie machen wir das denn? Wie wär's, wenn ich einfach die Kanone da nehme? Hätte aber funktionieren können. There we go. Aua! Hör doch mal auf, mit Klumpen nach mir zu schmeißen. Da! Die kann einfach nur dumm, oder was? Jetzt ist halt nur die Frage, wie komme ich da hin? Nee, von hier nicht. Das sah doch vom Hauptschiff doch jetzt aus. Hast du mal bei der Switch im Großen und Ganzen geguckt, was dich interessiert? Nicht viel. Also überwiegend Mario Kart. Because I love Mario Kart und würde das wirklich gerne mal als Community-Runden machen, weil das stelle ich mir unglaublich witzig vor. Ja, Smash. Smashing. Smash. Was ist fuck? Ach komm. Zelda-Prate, die Wildnis ist doch auch was für dich. Ja, doch. Breath of the Wild könnte auch ganz witzig werden. Mit Breath of the Wild ausleben kannst. Mit Breath of the Wild habe ich halt nur ein Problem mit diesem, ja, mit dem System von den Waffen her. Da bin ich ehrlich gesagt. Ja, ich bin da nicht so der Freund von, weißt du. So dass sie alle 10 Minuten da seine Waffen kaputt gehen und hast du nicht gesehen. Aber gab's da nicht auch ein Repertoire von Waffen, die nicht kaputt gehen? Oder nicht was? Keine Ahnung. Korrigiert mich, falls ich hier jetzt da falsch liege. Ich kenne das auch nur aus Videos von Leuten. Der allmächtige Chat mutmaßt. Der Chat mutmaßt. Schrödingers Chat. Schrödingers Chat. Nee, das ist mein Chat, wenn nichts los ist. Dann lebt der Chat oder er lebt nicht. Man weiß es halt nicht so genau. Es ist immer Schrödingers Chat. Egal was du machst es richtig und falsch zur selben Zeit. Auch wieder wahr. Fuck. Aber immerhin. Gib mir BM, wie schlimm ist es, muss ein FF14, falls ihr da Erfahrung habt. Sorry, bei BMod bin ich neu. Ne, warte mal, Behemoth. Behemoth ist ja mehr so ein Kreaturdingens Pimmler. Überlege ich gerade. Nee, aber in FF14 habe ich da noch keine Ahnung von. Das müsste Alex wissen. Oder Hohl. Hm? Behemoth. Bei Behemoth sind ja eigentlich Standard, fast schon. In Anführungszeichen Standard-Kreaturen. Aber da gibt es dann halt auch größere, so King Behemoth und all so ein Blödsinn.
Ja, also in Dungeons hast du den unter anderem auch mal als Gegner. Was war jetzt genau die Frage, ob es den als Primal gibt? Oder? Ja, also wie schlimm ist dieses Monster in FF14? Wurde gefragt. Und ich weiß ja nicht mal, ob es da irgendwie eine Dings gibt für. Ich habe da keine Ahnung, so weit bin ich noch nicht. Ich habe 200 also Stunden in dem Spiel und habe immer noch von sowas null Ahnung. Also ich weiß noch, den gibt's als Gegner in einem Dungeon. Ich bin mir jetzt unsicher, ob es den jetzt als Prima E gibt in irgendeiner Prüfung, die man erstmal optional freischalten muss, aber ich glaube nicht. Im Zweifelsfall mal googeln. Google. Oh Gott. Boah, ich fange langsam an zu zweifeln, ob ich heute doch noch alles fertig mache. Fertig gemacht. Cool, fertig gemacht. Nee, das Problem ist, ich krieg so mega Kopfschmerzen gerade. Es geht mir voll auf den Zwiebel. Ich muss nachher noch kochen, ey. Ich glaube, ich gehe den richtigen Weg. Ich bin hier also falsch. Ich kann nicht zurück, das ist nice. Ding? Nein. Es ist ein Cookie! Hey, X. Hast du mal geschlafen zwischendrin? Nö. Nö, wunderbar. Hab aufgeräumt, Küche gemacht. Aber du brauchst Ruhe und Frieden. Ordnung kann jeder haben. Ich lebe. Guten Abend. Warum? Krackner Zero, guten Abend und vielen Dank für die Bits, mein Dude. Nee, das Problem ist einfach gerade, ja. Ich bin jetzt schon über 2 Stunden dabei. Und ich habe die letzte Welt noch nicht mal richtig angefangen. Ich weiß, dass da auch noch mal so ein paar Sachen kommen, wo ein bisschen ätzender sind. Deswegen, ich bin am überlegen, ob ich das dann doch lieber morgen mache. Morgen ein bisschen früher anfangen und dann das morgen fertig machen einmal. Mir dröhnt so der Schädel, ey. Ich weiß nicht mal warum. Ja, getrunken habe ich genug eigentlich, nur halt kein Kaffee. Aber das ist was anderes. Los. Warum habe ich so lang gesessen? Die Switch. Fuck. Oh Mann. Oh, ich sag euch, irgendwas ist heute kaputt. Irgendwas stimmt nicht in der Matrix. Hm.
Boss. Blöder Fisch. Lachschaos aus dir. Mach doch nicht so einen Blödsinn. So. Ich hab keine Ahnung, was heute los ist. Ich schieb's einfach eiskalt aufs Wetter. Du bist einfach scheiße im Leben, schieb's aufs Wetter. Ach ja, das war ja das. Just brute face it. Nice. Das ist eine LH-Krankheit. Ach so. Dass jeder müde ist, das ist eine LH-bezogene Sache, verstehe ich schon. Ja, keine Ahnung. Es ist schon stockfinster draußen, ey. Es ist 5 Uhr, es ist stockfinster. Ich sag euch das, ne, das muss nicht sein. Winter schön und gut, aber, ne. Als ich den Stachelrochen sah, dachte ich, du wärst erledigt, Sparks. Aber du hast es ihm gezeigt. Und jetzt hat dich die Magie aus dem Einsatz, totale Finsternis, sodass du einen weiteren Schlag für Spyro einstecken kannst. Ah, cool. Jetzt kann ich Sparks noch mehr foltern mit meiner Scheiße. Oh ja, er leuchtet jetzt so derbe. Ja, 10 Grad plus. Kalt ist es auch nicht wirklich. Nicht wirklich kalt. Für mich geht so weit. Für mich ist das angenehmes Wetter. Dafür hat der Mensch schlicht und ergreifend Pullis, Jacken und Decken erfunden. Weil er sich irgendwann gedacht hat, boah, shit's cold. Wie wäre es, wenn ich mir mal einfach was überschmeuß? Genau deswegen. Minusfreak, moin moin. Aber ja. Ich glaube, ich mache jetzt noch ein Level und dann lasse ich es gut sein für heute. Dann mache ich morgen das Ganze einmal fertig. Und dann machen wir morgen danach noch Overwatch. Ich denke mal, das klingt nach einem guten Plan. Ist ein Drache, natürlich weiß der, wie eine Rakete zu fliegen geht. Oh mein Gott! Wenn Gott gewollt hätte, dass ich Raketen fliege, hätte er mir keine Flügel gegeben. So genau. Als Dachdecker ist das Wetter nicht so nice. Nee, das stimmt. Black und Decker, Black und Decker. Dachdecker, 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 Ding, Ding, Ding. Hey, Decker, yay. Deckendecker. Hallo, du musst Spyro Deck und Schlecker. Es reden viele Leute davon, wie du ihm geholfen hast. Könntest du mir helfen, meine Freundin Tara zu finden? Sie wollte das Grab des Steingolems ausrauben. Seitdem habe ich sie nicht mehr gesehen. Ich würde ja selbst im Grab nachsehen. Aber da sind so viele Skorpione. Tja, ich würde mal sagen, du bist jetzt Single oder so. Deine Freundin geht los und raubt Gräber aus? Ja, well, sieht's aus, als wärst du nur Single. Well, sucks to be you. Klassische Vorweihnachtsgeschichte. Ja, passiert.
Würde mir stinken, wenn ich du wäre. Hm. Aber was muss ich hier machen? Nur mal aus Interesse. Beide Schmetterlingsgläser, okay. Heißt es, dass hier tatsächlich mal etwas ein bisschen trickiger versteckt ist? Heißt es das? Reich mir die Hand. Ich baue dir einfach was dran. Schade, die Viecher machen nicht mehr die schönen Geräusche wie damals. Die hat immer so witzige Geräusche gemacht. Machen sie gar keine Geräusche mehr. Dafür ist die Musik immer noch weird. Die geht immer noch so. Die Musik, die war schon damals geil. Ja, Mensch, ich helfe Grabräubern. Ruft am besten gleich das Wall Street Journal an. Streamer hilft Grabräuber. Logan Paul 2? Fragezeichen. Logan Paul 2? Fragezeichen. Vor allem das Fragezeichen ist da noch ausgeschrieben. Und was dann geschah, ist unbeschreiblich. Fettes Drachen, Baby. Und was dann geschah, ist unglaublich. Fettes Drachen, Baby. Ein Drachenmoppel. Wir haben unseren Vornamen bester Sparks. Ist ein Spasti. Sparks ist ein Arschloch. Also Spacks. Ich habe ihn wieder entlassen. Aber er ist seit Jahren nicht mehr auf der Arbeit hier bei uns erschienen. Ja, wahrscheinlich ist er abgehauen. Nice. Nice to this. Dann ist okay. Ich sagte, wir haben ihn entlassen. Von am Leben gelassen, sagte niemand was. Ja eben, das ist wieder was anderes. Sie haben ihn ermordet? Nein, das ist okay. Uiuiuiui. Sadele. Legen wir gleich schon mal das mit Sheila. Oder warum nicht? Wenn wir schon mal hier sind. Erstmal Sheila erlegen. Ja. Erstmal das Furry-Känguru finden. Känguru schmeckt gut. Was war das denn jetzt? Keine Kaufempfehlung für Kängurufleisch. Höchstwahrscheinlich. Ich glaube, da hat das Känguru was gegen. Ach ja, aber Koala fressen. Da kann ich auch gleich einen Husenbonbon rauchen. Hi Spyro, lange nicht gesehen. Ich gehe jetzt ein bisschen wandern. Ab und zu sehnt man sich schließlich nach den einfachen Freuden vergangener Zeiten. Findest du nicht auch? Ich habe zuerst gelesen, veganer Zeiten. Manchmal sehnt man sich einfach nach veganer Zeiten. Man liest auch manchmal nur, was man lesen will. Zumindest als Veganer. Wow. Ja, die Dinger machen nicht mehr so dieselben Geräusche wie damals. Schade. Klang immer ganz witzig. Noch ein dickes Drachenbaby.
It's a fat dragon, baby. Nice, abgerutscht. Ja, Mensch. Ach, come on, wirklich. Wow. Wie soll man dem denn ausweichen, Mensch? Ist schön, I'm dead. That's nice. Ach, nee, ich mach wirklich noch das heute und dann lass ich es gut sein. Ich bin irgendwie total, ich weiß auch nicht, ultra grog. Irgendwie total ultra gronk. Du bist ein Gronk? Ja. Apropos Gronk, ich mach mir mal kurz was zu essen. Was hat das mit Gronk zu tun? Oh shit. Schön. Piet. Fettes Drachenkind mit Cap. Wunderbar. Ui. Wie kommen wir denn da? Achso, ganz einfach. Zunk. Nur gut, dann nicht. Okay. Sterben wir halt. Geht auch. Finde ich auch okay. Ja, reiß die Bude ab. Mach kaputt, was dich kaputt macht. Boah, das Geräusch von Porzellan auf Porzellan. Man muss es lieben. Aber Spyro, bist du gerade so ein bisschen dämlich? Also, nur so ein bisschen. Just a little bit. Geht doch. Oh. Weißt du, Fettsack, ich mein Geldsack, ich hab, ne? Spyro, ich wette, Dummsack. Du freust dich, mich zu sehen. Nein. Ich kenne zufällig das Passwort, mit dem man die Tür zum Grab des Steingolems öffnen kann. Nur ist es mir gerade entfallen. Du verstehst schon. Ich hab gehört, Schläge auf dem Hinterkopf erhöhen das Denkvermögen. Also ich hab gut gehört, wenn du ihn umbringst, kannst du seine Leiche looten und alles nehmen, was er besitzt. Bist du bereit? Gutgläubig. Ist nur so ein Vorschlag. Wollt ihr dir schon immer mal einen Bären schweben sehen? Yeah. Das ist Geldsack, wenn er Ultra Instinct geht. Ein paar viele Skorpione, don't you think? Uff. That's a big uff. Oh, nice. Oh, sie sieht immer noch aus wie Lara Croft. So, sieh dich nur an. Kommst hierher, um das Grab auszurauben, nachdem ich die ganze Arbeit erledigt habe. Ich habe den ganzen Tag lang Schalter gedrückt und Kisten rumgeschoben und du spazierst hier einfach rein und willst den Schatz. Na, dann nimm ihn doch. Es ist eh nur ein schäbiges Ei. Deine Mutter ist ein Ei. Das kannst du doch so nicht sagen. Doch, I already have. Ist es ein Ei aus Bodenhaltung, Bio, beides? So. Dann denk an das Etikierungsgesetz. Ja, aber hol mir sowas, kannst du mir nicht kommen. Ich habe erst letztens gelernt, wie ich mir richtig die Hände wasche. Oh, heul doch. Habe ich vor dir gelernt. Ich muss nichts bezahlen. Ha! Das ist schon Betrug. Ich melde dich den Amt. Das kann also nur ein paar Monate dauern.
Screw you! Ah. Nanny. Ich kann mich nicht erinnern, dass hier ein Unterwasserlevel war. In der Wüste. Ich trainiere meinen neuen Zahn-Manta-Rochen, die neueste Technologie zu tragen. Superstarke Unterwasser-Raketenwerfer. Willst du mal drauf reiten? Oh. Achte auf die Highreiter. Sie haben die neueste JX5 Unterwasser-Zielsuchmunition. Ah, geil. Das heißt, sie haben fucking Aimbot. Sag doch einfach, sie haben Aimbot, du Arschgeige. Das bin ich heute schon gewohnt. Wohnung genug zerstört. Hm. Immer diese sinnlose Gewalt in deutschen Haushalten. Passiert ja tausendfach. Ach, daran sind bestimmt diese militanten IKEA-Händler schuld. Genau. Mit ihren Billigregalen und Imbusschlüsseln. Genau. Mit ihren Homsen und Kromsen. Dörbsen und Börnsen. Nicht schlecht geschossen. Wo hast du zielen gelernt? Oh, übrigens, Bianca wollte, dass ich ihren blöden 1-Euro-Hotdogs. Sie hat es aus Versehen für 5 Minuten in ein Wollhaar-Mammut verwandelt. Aber es müsste noch okay sein. Jetzt bräuchten wir eigentlich noch einen hässlichen Teppich. Hässlichen Teppich? Ja, von Ikea. Ja, davon haben die ein paar. Dann könnte Keks drauf rumtrampeln. Ah. Ja. Musik ist so fucking weird. Oof. The biggest of oofs. Was habe ich jetzt schon wieder vergessen? Was hat Sparks wieder vergessen? Nichts, cool. Das ging ja leichter als gedacht. Ach, nee, ich glaube, ich lasse gut sein für heute. Es war heute ein sehr, sehr kurzer Stream dann leider heute. Aber um es mit den Worten von Spider-Man auszudrücken, Herr Tony Stark, I don't feel so good. Ich möchte keinen Onkel Bens Reis. Ich bin mir sicher, das war das Zitat, das du suchtest. Auf große Verantwortung verkommt großer Klebstoff? Oder sowas? Ich weiß auch nicht mehr. Nee, ich bin heute irgendwie... Nee, also wie gesagt, sorry, dass der Stream heute so relativ mega kurz fällt. Also, yes. Sorry dafür. Naja, euch trotzdem noch einen schönen Abend. Morgen machen wir das dann aber definitiv fertig. 93%, das sollte easy sein. Ergo, morgen denn das und offen, way. Und noch einen schönen restlichen Abend.